Also, Paddock. Sind Sie hier als Major Paddock der UUL oder als Private Paddock der Corps? Was immer Ihnen weniger gefällt. Dank des mit offenen Armen Programms tragen Sie unsere Uniform, aber trotzdem bleiben wir beide Feinde. Schön, dann klären wir das wie Feinde. Hey, 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 das reicht! Lassen Sie ihn. Ihr Goraznis wart nicht gerade dafür bekannt, Gefangene gut zu behandeln. Ihr wisst sicher nicht mal, wie das geht. Oh, das würde ich nicht sagen. Sie sehen nicht, wie ein Mann aus der Befehle befolgt. Wieso sind Sie Baird gefolgt? Ich hatte sozusagen einen Hintergedanken. Schon als kleiner Junge hatte ich von den Villen in Halver Bay gehört. Als ich in der UUR war, habe ich mich auf den Tag gefreut, an dem meine Armee siegreich durch diese Straßen marschieren würde. Das Leben steckt voller Überraschungen. Die Maden haben das Viertel auseinandergenommen. Hier wohnt ein Professor? Sind wir sicher, dass er noch lebt? Zum Glück fanden wir die Waffenkammer eines reichen Spinners. Voll mit Gnäschern und Luparas. Verwundetes Madenloch! Halt in dich! In Bewegung bleiben. Zu Elliots Haus ist es noch ein weiter Weg. So eine Statue habe ich in meinem Atrium. Du hast ein Atrium? Hilf mir dabei! Thank you.
Mission. Das wird gut. In die Stadt kurz von diesem Professor Elliot. Bert und Sophia meinten beide, dass er ein anständiger Kerl sei. Vielleicht war er das. Dumm nur, dass seine Waffe mein halbes Gesicht weggebrannt hatte. Munition ist alle! Die Mauer hat dann auf jemanden gewartet. Da sonst niemand da war, hatten sie wohl auf uns gewartet. Lieutenant, ich glaube, wir kommen durch dieses Haus zu Alien. Munition alle.
sie dir. Munition alle. Die Mauern hatten auf jemanden gewartet. Da sonst niemand da war, hatten sie wohl auf uns gewartet. Lieutenant, ich glaube, wir kommen durch dieses Haus zu Elliot. Munition ist alle. Ganz klasse! Mehr für mich! Sie kämpfen gegen Tiere. Drängen Sie sie ins Meer. Verstehen Sie mich?